Moin, moin, mein Name ist Captain Heinrich. Nein, ist er nicht. Mein Name ist nur Heinrich, der Löwe. Und wir spielen Kurst weiter. So, in die Kajüte von diesen hübschen Herren werden wir jetzt einbrechen. Ja, hat der nicht schöne braune Augen? Nee? Guckt er mir vorbei. Gerade hast du mich angeguckt mit deinem Schlafzimmer-Augen. Na gut, dann gehen wir mal. Genau, jetzt fällt mir auch wieder die Verkabelung auf. Ich muss wieder zugeben, ich habe es hier ein, zwei Tage nicht gespielt. Einmal runter. Hinter dieser Luke. Mach mal auf da. Dann könnten wir mit ihnen reden, aber komm. Mit mir zu sehr rum. Okay. Kommt hier bestimmt wie ein Ladebildschirm. Ja, das müssten sie mal ein bisschen schneller gehen. Ich finde es ja okay, wenn sie die Animation machen. Aber jetzt gab es zwischendurch einen kleinen Patch und... Naja. Vielleicht liegt es aber auch an meiner alten Gurke namens Rechner. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, der Ton ist ein bisschen laut. Warum? Vielleicht ist er bei mir zu laut. Ach, gehe hier nochmal einen runter. Einen habe ich eigentlich schon runtergefahren. Ich will ja nicht, dass eure Ohren abfallen. So, waren wir hier schon drin? Ne, wir müssen weiter. Hopp, 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 hopp. Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel uns viel von A nach B schickt. Und halt, wäre es schön, wenn das hier schneller laufen würde. Also entweder liegt es am Spiel oder an meinem Rechner. Das kann sein. Aber nicht an der Grafikkarte, nicht am Arbeitsspeicher. Vielleicht am CPU. Das ist so, glaube ich, das älteste und schwächste Teil in meiner Kette. Waren wir da schon mal drin? Just as I thought. It's locked. Dann mach mal auf da. Need to find a key. Forcing the lock open in plain sight is too risky. Maybe the sailor in the cleanup duty has it. Er will mich verarschen. Ich habe jetzt hier in der ganzen Zeit 20 Türen geöffnet. Naja, so viele waren es doch nicht, aber 5 auf jeden Fall. Und jetzt komme ich da nicht in den Raum vom Captain. Wer hat den Dienst? Ruslan. He's gotta have the keys. He should be in the technical room. Хорошо бы сынку лодку показать. Мало ли по моим стопам пойдет. Was willst du? Lese weiter. Lass mich in Ruhe. Jetzt müssen wir Russland finden. Letztes Mal mussten wir ja Vasili suchen. Jetzt Russland. Und natürlich wieder durch die Luke. Kurz laden. Es ist wahrscheinlich die Anstrengung, diesen Hebel zu betätigen. Erstmal überlegen. Und das wird nicht die einzige Luke sein. Pass auf. Genau, hier wieder durch. Laden. Oh, ist das schwer. Weil ich mir wirklich vorstellen könnte, dass das ein bisschen Sport ist, da einmal quer so durchs Schiff. Erstmal die Luke öffnen, wieder schließen. Noch ein paar Meterchen. Wahrscheinlich. Ah. In Russland schon kennengelernt? Hey, Russland! Не, Руслан, но у него перерыв. В бассейн пошел вроде. А, er ist gerade zum Pool. Genau wie Vasili. Naja, meint bestimmt diese kleine Sauna. Oh, hier ist eine verschlossene Tür. Müssen wir leider interagieren.
Das hätte ich denn echt auch gern. Ich weiß nicht, für welche Türen ich die benutzen könnte. Oh, Teppiche. Das ist natürlich wichtig. Nimm Teppiche. Oh. Ah. Oh. Komisch abgefilmt aus, so flach mit der Wäsche. Nette Animation, Animation, ich glaube, sieht einfach aus wie ein Originalmitschnitt, den man einfach dahinter geklatscht hat. Aber naja. So. Sahen halt die Waschmaschine und halt auch das Innen, das da drinnen auch aus im Jahre 2000. Das ist alles detailgetreu. Ja, schön zu sehen und weiter. Hoch zum Pool. Und wie man sich das wieder denkt, durch diese dicken Luken. Ich bin der Meinung, die könnten da noch ein bisschen gefettet werden, oder? Oder Schmiere, irgendwas, das sieht so trocken aus da. Hier sieht man mal, da hat sich der Kabelinstallateur Mühe gegeben, auch so an der Bühne, aber hier wieder so quer und so komisch schräg und ach. Naja, und weiter, weiter, weiter. Auch da könnte ein bisschen Schmiere gebrauchen werden. So. Zur Not, wenn keine Schmiere da ist, würde ich einfach Spucke nehmen. Und klug wird zu. So, wobei ich mit der Axt mal hantieren würde und das Ding aufstellen, macht bestimmt auch Laune. Um irgendwie, keine Ahnung, dafür zu sorgen, dass die Struktur erhalten bleibt. Wenn jemand weiß, wozu man das in ein U-Boot braucht, bitte schickt es mir oder schreibt es mir in die Kommentare. So, der Punkt geht nach unten, das heißt, wir müssen nach unten. Und den diensthabenden Offizier Ruslan, ah ja, hier, hier. Ah ja, hier, oh. There has to be one of them. Need to see where he keeps the keys. Куда это ты так собрался? Мозги переклинило. А ну давай, топай в раздевалку. Bist du nicht ganz dicht? Komm mir gleich dahinter. Ey, es ist ein U-Boot. Ach, und er wieder. Sexy Peel in Person. Nee, der will wieder nur, dass ich aufs Fahrrad steige, habe ich keine Lust. Nee, die Leute. Ist auch ätzend, ne? Ich mag hier so schon keinen Sport und dann werde ich hier in ein Computerspiel zum Sport gezwungen. Das ist ja schrecklich. Wo ist denn hier die Umkleide, verdammte Axt? Hör mal auf. Da ist schon die schöne. Schöner Schlüpper da. Scheiße, ich wollte nicht anziehen. Better take it. Wieso soll ich jetzt mir? Ich dachte, wir machen jetzt die Spinde hier auf und gucken, wo Ruslan die Sachen hingelegt hat. Ich soll mich doch nicht mit Ruslan unterhalten. Das ist voll doof. Ich will nicht baden, ich will da in die Kajüte. Die Zeit, die wir jetzt brauchen, hat der Captain bestimmt keinen Dienst mehr und dann, können wir da nicht mehr einbrechen. Другое дело. Запрыгивай. Ну давай знакомиться, что ли. Я Руслан, это Юра. Ja, super. Ich hab ein Date mit Ruslan. Im U-Boot im Planschbecken. Ach da, wir sind ja gar nicht alleine, da ist noch jemand. Hi! Wer bist du denn? Типа того. Удобство для того и создано. Jetzt bräuchten wir nur noch ein paar Mädchen. Und kalte Drinks. Aber vielleicht ist Russland ja auch von der anderen Seite, ne? Das weiß man ja nie. Aber machen wir trotzdem. Согласен. Ну, вместо пивка можно и по красненькому. От радиации же защищает. Was ist das für ein Russe? Rotwein? Wir trinken Wodka. Warum das? Hat der Reaktor ein Leck? Das hat nicht aufgepasst. Scheiße. Да не, сейчас вообще все норм с этим. Но после Хиросимы, знаешь, лучше перестраховаться.
Не просто же так в рацион подводников ввели красное вино. Da fragen wir lieber nicht nach, sonst machen wir uns verdächtig. Да чем скажут? Сейчас у меня дежурная вахта, а там видно будет. Я хочу дослужиться до повышения, так что желательно, чтобы мне доверили что-нибудь посерьезнее. Хотя эта должность тоже ответственная. У меня доступ во все отсеки, даже в каюту командира могу заходить. У меня ключи все время под присмотром. Я их постоянно с собой ношу. Das wäre, glaube ich, auch zu direkt. Aber komm, wir fragen mal, ob er den Schlüssel in seiner Badehose versteckt hat. Das finde ich ganz passig. Ты такой остроумный, аж зубы сводят. Я положил их в шкафчик в раздевалке, чтобы какой-нибудь придурок их не прикарманил. Это точно. Ja. Jetzt haben wir genug geplanscht, das wissen wir ja Bescheid. Und machen uns ja gar nicht verdächtig, indem wir jetzt mit dieser Information rausgehen, uns diesen schönen Schlüpper ausziehen und ja, die Spitz durchsuchen. Ich möchte mich vorher umziehen, weil ich möchte nicht erwischt werden mit diesem Schlüpper. Und Gott sei Dank sehe ich mich nicht. Ey! Ach Gott sei Dank, wir ziehen uns um. Boah, liegt die Buchse. Alright, so the keys must be in one of the lockers. No point wasting time. Alright. So the keys must be in one of the lockers. Ja, komm, mach mal. No point wasting time. Ich liebe diesen Öffner. Hör auf da. Der ist leer. Oh. Hängt nix. Alles gut. Nächsten. Ich würde die immer an der Tür nehmen, bin ja faul. Schwansee. Mach auf. Auch hier nichts drin. Hängt nichts, klebt nichts, sauber. Komm. Auch hier hängt nichts, liegt nichts, ist sauber. Man hätte mal wenigstens mal sich Mühe machen können, irgendwelche Kleidung reinpacken können, oder? I need to put them back before he realizes that they're gone. Ja. Ich habe so die Angst, dass es wird zu spät sein, dass wir den zurückgebracht haben. Und wir müssen uns merken, welcher das war, glaube ich. Naja, der einzige mit Klamottos. So, mach mal auf da, mach mal auf. Inga, schnell hier, komm, mach auf. Der Ton kommt zu spät. Captain's quarters. Better not get caught in here. I can't waste time. Someone might catch me. Let's go to work. Got it. This looks like the training schedule. Hello. I can't roll it up. Better take a picture. Oh, ich sehe zwar nichts, passt schon. Und komm, schnell mal an den Rechner ran. Better not push my luck. Müssen wir hacken, ha? Wie funktioniert das? Nein! J. Okay.
Gott sei Dank, doch ganz easy. Hat man das mal irgendwo erklärt oder musste ich jetzt das selber nachlesen? Damals die Information? Geheimdienstbericht Nummer 1676-022K2000. Wir haben Informationen erhalten, wonach eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ausländische Agenten und feindliche Einheiten während der Sommermanöver der Nordflotte in den Bartensee anwesend sein können. Die Satellitendaten deuten darauf hin, dass zwei U-Boote der US Navy sich in der Nähe des Übungsgeländes aufhalten. Die USS Memphis und die USS Toledo. Es ist äußerste Vorsicht geboten, um jegliche Zwischenfälle zu vermeiden. Es ist außerdem möglich, dass Spione anwesend und aktiv sind. Vor allem jetzt, wo Edmund Pope aufgrund des Verdachts der Zusammenarbeit mit dem CIA im Gewahrsam genommen wurde. Jegliche verdächtige Vorkommnisse sollten unverzüglich gemeldet werden. Okay. Gut. Kann ich jetzt hier weg? Nimm das weg. Hallo? Will das nicht mehr lesen. Danke. Noch irgendwas? Lage, Unterwäsche. Oh, safe. A safe? I wonder what secrets it hides. Ja, die Pläne, die wir vielleicht brauchen. It's locked. Both electrical and mechanically. I don't have time to break in now. Maybe okay. I'll have a chance later. Dann lass mal weg hier, bevor wir erwischt werden. I need to return those keys. Ja, vielleicht sollte man... Na gut, ich hätte jetzt einfach abgeschlossen, aber wenn du jetzt unbedingt die Schlüssel zurückbringen willst, dann lassen wir mal... Ja, ganz schön. Ah, dieser erotische Kerl. Macht mich noch kirre. So, hier ist keiner drin. Keiner gucken. Keiner drin. Was war hier, ne? 07, ja, fast wie James Bond, hätte man sich eigentlich merken können. So, Mission complete. Виктору, инженеру боевой части, проследовать во второй отсек. Wann wir das? I think this is for me. What this is about. Ich habe noch gar nicht die Daten ausgewertet, ne? PDA war off-tab, ne? Wie geht's jetzt? Ich muss zur andere in der zweiten Abteilung gehen. Okay. Ah ne, ich wollte noch gucken, was es noch gab. Geheime Technologie finde und hacke den ersten. Ich muss den Ergometer-Rekord knacken. Na komm, machen wir das nochmal schnell. Wir sind ja gerade da gewesen. Dann mache ich doch nochmal Sport. Dann haben wir das abgehakt. Wo war das? Hier, komm her. Nee, ich muss da noch Wettschwimmen machen oder so. Na что, попробуешь побить этот рекорд? Ja, komm. Klar machen wir das. Zack. Und jetzt bluten meine Finger. Kann ich? Ich hab's abgebrochen. Scheiße. Warum hab ich das abgebrochen? Oh, los. Ich hab das besser drauf gehabt. So, hammer's? Alles gut? Да, ты, я гляжу, спортсмен. А ну-ка, давай я тебе поставлю рекорд Роберта. Ja, versuchen wir es. Komm, machen wir 312. Aber ich bin mal, wir hatten auch schon so viele Rekorde gebrochen. Merkt er sich das nicht? Ihr hört die Tasten wahrscheinlich. Ich hau da richtig rein. Ich mach mein Keyboard kaputt für euch. Na los. Mein Finger wird schon wieder steif. Oh. Pass auf, jetzt sagt er, oh, du kannst den Rekord von Russland brechen. Robert будет в шоке. Ладно. А теперь Димкин рекорд. Сможешь его побить? Komm, machen wir auch das nochmal, damit du mich ja nicht mehr nervst.
Los. Ah, der Finger. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Los. Ah, Scheiße. Ah, ja, das ist er. Pass auf. Hey, jetzt wird er sich wundern, aber wir haben noch einen Rekord von dem zu brechen. Wie viele Leute sind auf dem Schiff? 100? Да ты реально в хорошей форме. Следующий по списку Рашид. Обгонишь его, и ты уже на пьедестале почета. Bin ich auf dem Podium, na gut, wen nicht, ey. Ich noch mal meinen Finger auf, oder? Ich knack mal meine Knochen. Kann man das hören? Ja? Hoffentlich. So, Podium klingt gut. Ich versuch's. 427, deine Mutter. Handgelenk muss locker bleiben. Immer locker in die Tasten. Ich fang schon an zu schwitzen. Das ist nicht gut. Ich will auf dem Podium. Ich bin ganz gut. Komm. Gib Kette, Annette. Ah. 35 Meter, die letzten. Ah, jetzt lass mich doch in Ruhe. So. Ну и ну. Вот такого я и правда не ожидал. Молоток. Но Серого ты точно не обгонишь. Was willst du? Der speichert sich das doch nicht. Wir hatten noch letztes Mal schon fast alle gehabt. Oh. Na gut, den einen noch. Dann lass mich in Ruhe. 400. A-Taste ist zu langsam. Die A-Taste ist zu langsam. Ich bin zu langsam. Winter Games, ich komme. Oh, das wird knapp. Oh, lecko mio, ey. Ja, jetzt sagt er wieder, ey, du kannst ihn nur vom Captain. Du kannst den Rekord brechen. Офигеть вообще. Все остальные пыхтели, надрывались. И у них даже близко не такое время было. Так, остался только Леха. У него результат еще лучше, но он у нас вообще уникум. Рискнешь? Nee, aber ist keine Lust mehr. Also echt. Wenn jetzt nächstes Mal ich nochmal von allen das machen muss, dann überlebst du es hier nicht, die ganze Geschichte, mein Freund. Das sag ich dir. Wenn das Schiff untergeht oder so, dann bring ich dich vorher noch um. Und wenn du auf dem Rettungsboot bist, dann schmeiß ich dich noch runter. Das ist so eine Mission, kann man einbauen in so einem Spiel, aber ich finde, nach drei Jahren sollte Schluss sein. Nicht immer noch irgendwie noch welche Namen hinterher zaubern. So, und wieder durch dieselben Luken. Also ich bin diese Luken schon zigfach hin und her gelaufen. Oder, naja, es kann auch daran so wirken, weil sind ja immer dieselben Luken. Sind ja alle gleich aus. So. Wo geht's hin? Mit dir rede ich nicht. Doch da, in diesem Raum müssen wir da hin. Da müssen wir hier schon dieses Räumchen. Wolltest du zu mir? Ah, du bist der Zocker, ne? Наконец-то. Держи, тут документы. Отнеси в кают-компанию. Тебе скажут, иди. И
sind doch ein Spion, wir machen das doch gerne. Unser PDA jetzt. Ich muss die Dokumente zum Belegschaftsraum bringen. Ja, was bist du für ein Spion? Wollen wir nicht da vorher mal da reingucken? Der Belegschaftsraum ist bestimmt da ganz unten bei der Badewanne gewesen, da wieder. Pass auf, bei der Badewanne. Was bin ich denn für ein Spion? Na, hängt's? Ach, die Tür geht noch auf. Gott sei Dank. Naja, wir müssen runter. Waren wir doch erst gerade, ne? Oh, ich hab's mir doch schon gedacht. Внимание, внимание! У нас на борту два новичка. Пришла пора сделать из них настоящих подводников. Да, пусть покажут, что они настоящие мужики. Ты-то нам уже показал. Трясся, как осиновый лист, помнишь? Так, новички, поскольку у вас это первое погружение, вы должны пройти посвящение в подводники. Да сейчас. Это морская вода из балластной цистерны. Прямо так будете, без закуски. Пейте по моей команде. Начали. До дна. Молодцы. Ну раз у нас тут такой почетный гость, мы хотим провести полный ритуал посвящения. Выпить уже выпили. Теперь надо перекусить. Видите молоток? Поцелуйте его. Витёк первый. Okay. Теперь ты. Но учти, руками трогать нельзя, только губами. Высунь язык. Das ist ein langweiliges Spiel. Поаплодируем героям. Поздравляем, вы справились. Ну вот, теперь вы настоящие подводники. Ich dachte, ich krieg den schon in den Schädel. Поздравляю, балластная вода это тебе не боржоми. Сразу блевать охота, да? Das Zeug schmeckt wie ukrainischer Wodka. Es ist nicht so schlimm, wenigstens habe ich einen Drink bekommen. На тебя смотреть больно. Но все равно уважу к тебе. Витька вот не сдержался. Если возникнут вопросы по электронике, заходи. Я во втором отсеке. Yep. Mikhail, the computer expert. I'm sure I can break into the subsystems from his computer. Ah, hervorragende Idee. Aber vorher, nachdem wir gesoffen haben, können wir noch mal eine Runde Fahrrad fahren. Ich will mal wissen, ob er sich jetzt den letzten gemerkt hat. Ну что, попробуешь побить этот рекорд? Na, warte mal. Ich weiß nicht, ob er passt. Ну что, попробуешь побить этот рекорд? Aber jetzt sagt er nicht, von wem ich die Leistung überbieten soll. Warte mal, ich guck. Sag einfach mal ja. 575, okay, das hat er sich doch gemerkt. Aber das packen wir schon. Das sieht gut aus, sage ich einfach mal. Gut, 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 gut. Also wenn mich schon mal jemand fragt, was ich in diesem Spiel mache, sage ich Fahrradfahren. Das ist das beste U-Boot-Spiel ever, in dem ich Fahrrad fahre. Oh. Boah, wenn du jetzt nochmal sagst, dass irgendwer besser ist, als ich mit Fahrrad fahren. Ey, ich schrub mit dir den Boden. Серьезно, ты как машина. Лэнс Армстронг нервно курит в сторонке. Погодь, врублю индивидуальный режим. Можешь посоревноваться сам собой. Nee. Gut zu wissen, danke, wir haben es geschafft. Wir haben auch eine Errungenschaft gekriegt, Biker. So, und Mathilde hat gerufen, sie kann besser Fahrrad fahren als ich. Das will ich mal sehen. Das will ich mal sehen.
So. Ihr Mathilde kann besser rumhampeln als er, ja. Guck mal. Oh. Oh. Der Turnanzug ist einfach geil. Geh mal lieber. Hier ist die pure Erotik am Werk. Der Typ macht mich an. So, wir gehen hoch. Jetzt habe ich schon. Jetzt hat der Typ mich aus der Fassung gebracht. Was wollten wir machen? Ja, zum Computerexperten. Da müssen wir bestimmt durch zwei Luken. Also eins hier und dann durch zwei. Wisst ihr was, wir kürzen das mal ab. Ich suche den Computerexperten. Und nächstes Mal sehen wir, was er von uns will. Vielleicht kommen wir da an einen Computer, vielleicht müssen wir wieder hacken. Wer weiß. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.